Es ist in Rezti Hak Hasch da und da sind sehr viele tschechische Schüler herum. Es wird da, sind zwei Klassen. Die eine ist Französisch und die andere ist auf Tschechisch und das wird sehr gut angenommen. Also da sind sehr viele Österreicher, die Tschechisch machen und sind auch viele tschechische Schüler eben herum. Das ist, glaube ich, gut durchgemixt und das ist auf jeden Fall völkerverbindend. Das Beste Tschechisch zum Lernen, das ist, wenn du mit einem Tschechen zusammenlebst und sie kann nicht gut Deutsch. Und ich kann nicht Tschechisch. Das ist das Beste, was du machen kannst. Weil dann sie haben ja genauso einen Dialekt da drüben. Ne? Vielleicht nicht so schlimm wie unser, aber sie haben einen. Und dann, wenn du das laut Papier nur kannst oder lesen, dann verstehst du wirklich rein null, wenn sie das weiterholen. Ne? Und das ist halt bei mir nicht, ne? Weil ich das von Grund auf mitgekriegt habe.